Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender im Wald. Diesmal überprüfe ich mal den Sitz des Bartes, bevor ich wieder irgendeine Bad Beard Day Bauchbinde drunter schreiben muss. Ja, ist nicht so einfach mit dem Kragen. Ich brauche einen warmen Kragen und da hat das Konsequenzen für den Sitz des Bartes. Ja, Bartträger kennen das, hoffe ich. Oder ich bin da allein. In dem Fall schreibt es mal in die Kommentare. Nein, macht es nicht. Interessiert keine Sau. Entschuldigung. Gut, also, ich werde noch irgendwann mal zum professionellen Influencer, wenn ich ständig sage, was ihr in die Kommentare zu schreiben habt und was nicht. Da fangen wir gar nicht erst mit an. Also wenn ich mal ernsthaft Interesse an was habe, frage ich schon, beziehungsweise bitte schon darum, dass ihr es in die Kommentare schreibt. Aber ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Gut, hinter uns ein Wald mit durchaus hohen Bäumen. Das ist jetzt gerade relevant, weil was wir heute vorhaben, ist, wir suchen uns ein bisschen Zunder. Und nachdem mein letztes Feuerchen, mein One-Stick-Feuer-Experiment in Türchen, keine Ahnung, 12, 10, irgend sowas, irgendwo um den Dreh. Ne, 12 war es nicht, war es 10 oder 9. Ich schreibe es unten. In welchem Türchen. Egal, jedenfalls, das hat ja nicht so ganz so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Und da dachte ich mir, jetzt möchte ich doch einfach nochmal zeigen, wie ich das normalerweise machen würde mit dem Feuerle. Und für den Zweck gehen wir auch zum Grillplatz, wo man das dann auch darf. Also ganz darf, ne? Ohne Grauzone. Und dann ja, machen wir das da. Ja, damit dann hinterher nicht der große Aufschrei kommt. Leider ist das Projekt ein bisschen daran gescheitert, dass es dann schlicht und ergreifend angefangen hat zu regnen, und zwar ordentlich, und ich musste flüchten, weil mit meinem Schnupfen kann ich es mir wirklich nicht leisten, bei 3 Grad Lufttemperatur durchzuweichen. Ich hatte auch keine Regensachen mit. Und ja, nee, das ging dann leider nicht, musste ich also abbrechen. Hab das auch nicht weiter thematisiert, bin dann einfach heim und hab versucht, meine Kamera in Sicherheit zu bringen, also so in Sachen Wasserdichtigkeit und so weiter. Drum gibt's da kein weiteres Bildmaterial dann am Ende. Nur, dass ihr das jetzt schon wisst und euch dann nicht wundert, ja huchen, wo ist denn jetzt das Feuerchen? Also ich bin genau so weit gekommen, dass ich gerade angefangen hatte, Brennholz zu sammeln. Und ja, aber es ist dann trotzdem immer noch ein Zundersammelvideo jetzt geworden. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen interessant. Und das geht jetzt auch weiter. So, und für den Zweck brauchen wir jetzt für meine funktionierende Methode Feuer zu machen. Ich mache trotzdem mit Firesteel, muss ich gleich noch dazu sagen. Für diejenigen von uns, die meinen, ein Firesteel wäre ein Spielzeug, dem würde ich mich absolut anschließen. Das ist ein Spielzeug, meiner Meinung nach. Man kann natürlich sagen, ja, aber der ist unzerstörbar und der kann nicht alle gehen und Feuerzeuge sind mir was weiß ich wie oft schon kaputt gegangen und so weiter und so fort. Selbstverständlich gibt es Möglichkeiten, ein Feuerzeug so zu lagern, dass es A, nicht ausläuft und B, nicht kaputt geht, und dann ist es vielleicht im Packmaß minimalst größer als ein Firesteel, aber man kann sicher auch in ein EDC-Päckchen oder eine EDC-Täschlein und so weiter und so fort schon auch ein Feuerzeug mitnehmen. Das kann mir keiner erzählen, dass das unmöglich wäre. Der Vorteil der unendlichen Haltbarkeit von einem Firesteel bleibt bestehen, und das macht die Teile interessant für Leute, die gerne irgendwelche Vorratscaches im Wald verbuddeln möchten oder sowas in die Richtung. Ne? Da mag das dann irgendwann vielleicht mal eine Rolle spielen, aber für mich sind die Teile tatsächlich weitestgehend Spielzeug. Warum hantiere ich mit so einem Ding? Weil Spaß macht. Punkt. Ja? Ende Aufzählung der Gründe. Wer jetzt mir einen Kommentar schreiben möchte, warum der Firesteel doch das Nonplusultra und die einzig richtige Art und Weise, ein Feuer anzumachen, blablub und so weiter und so fort ist, darf das gerne tun. Die Diskussion ist, glaube ich, so alt wie das erste Bushcraft-Video auf YouTube. So, wie dem auch sei, jedenfalls, was wir heute jetzt machen wollen, ist eben ein bisschen Zunder suchen und dann einfach ein paar Zunderarten vergleichen. Das gibt es wahrscheinlich auch schon 834 Mal, aber wir sind hier ja im Adventskalender und das bedeutet, ich will ein bisschen Spaß haben. Und es muss nicht immer der hohe, super geistige Anspruch sein, den ich hoffentlich hin und wieder zumindest mal habe. Gut, also Punkt 1, wenn wir Zunder suchen, brauchen wir ja logischerweise einen Wald, in dem wir potenziell Zunder finden können. Wenn wir jetzt also auf einer Straße, im Weg oder sonst was unterwegs sind, was wir im Regelfall hoffentlich sind, allein schon aus Schutz des Waldes bzw. der Waldbewohner. Man darf zwar mal vom Weg runtergehen offiziell, aber man muss das auch nicht die ganze Zeit machen, einfach um so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Davon abgesehen, kommst du auf dem Weg besser vorwärts, geh in irgendein Gebiet,
sieht, geh dann vom Weg runter, lauf da irgendwo querwald ein bisschen rum. Dann hast du eh alles Wild, was da war, gestört. Die sind dann alle weg. Und solange du in diesem Gebiet bleibst, störst du sie wenigstens nicht noch weiter. Läufst du eine gerade Linie durch den Wald, weit, weit weg, ohne von sämtlichen Wegen, eine lange Strecke, dann hast du insgesamt 700 Rehe, 350 Wildschweine und 14 Dachse und 29 Füchse und was weiß ich was alles, genervt. Ja? Und drum einfach die beste Methode. Ja, die beste Methode, ich wollte nur wissen, ob ich aus Versehen mal wieder auf das Schafstelldingens auf der Rückseite von der Kamera gekommen bin, um waldfreundlich sich im Wald abseits der Wege zu bewegen, ist auf dem Weg dahin zu laufen und dann halt in einem für sich, für heute, für die Zeit, die man halt da ist, begrenzten Gebiet sich so mehr oder weniger sternförmig oder kreisförmig abseits der Wege zu bewegen, aber nicht eine super lange Linie von ein paar Kilometern. Gut, das heißt, wir laufen also auf dem Weg rum, bis wir ein Waldstück finden vom Weg aus gesehen, also im wahrsten Sinne des Wortes, wir gucken rein, das interessant aussieht zum Zundersammeln. Ist man auf Natur und will abends Feuer machen, dann sammelt man Zunder immer unterwegs. Da gehst du nicht davon aus, dass du abends einfach irgendwo welchen findest, sondern nimmst welchen mit, wenn du unterwegs welchen siehst. So ein Wald hier, so einer mit hohen Bäumen und überwiegend Nadelbaumanteil, der kann nützlich sein zum Zundersuchen, da würden wir dann nachher auch noch mal kurz drauf zurückkommen, aber ist jetzt nicht ganz optimal, weil der beste Zunder, den man im Walde draußen finden kann. Überraschung, wissen wahrscheinlich jetzt 90% von euch sowieso, aber ich sag's einfach nochmal schnell, falls sich mal ein Anfänger hierher verirrt haben sollte und wenn nicht, einfach zur Unterhaltung: Birkenrinde. Warum? Weil Betulin drin ist. Was ist das? Ein ätherisches Öl. Was kann das? Es brennt. Und außerdem ist es hydrophob, bedeutet wasserabweisend, heißt, wenn es nass wird, brennt es immer noch. Ist also, denke ich, der mit Abstand beste Zunder, den man irgendwo in mitteleuropäischen oder skandinavischen oder sonst wo aus der Welt Wäldern finden kann. Möchte ich fast behaupten, dass das wirklich einer der weltweit besten Zunder ist, die du irgendwie verwenden kannst. Ja, doch, da bin ich ziemlich überzeugt von. Ja, und eine Birke finden wir da hinten nicht. Warum? Das ist ein geschlossener Wald. Ne? Da sind hohe Bäume. Eine Birke braucht sehr, sehr viel Licht. Die kann also nur da wachsen, wo niemand anders größer ist als sie und sie wird auch höchstens mal 20 Meter hoch im Wald. Und so ein geschlossener Bestand lässt also eine Birke, die drunter steht, schlicht und ergreifend nicht zu. Was wir also brauchen, ist ein Wald hier hinter mir mit niedrigen Bäumen. Da besteht die Möglichkeit, dass in diesem Dickicht von kleineren Bäumen auch noch, also die sind ja logischerweise dann auch jung, auch eine Birke mit hochgewachsen ist und dementsprechend in dem Bestand noch eine Birke drin ist. Wenn man jetzt also verzweifelt eine Birke sucht, dann kann man in sowas mal reinlatschen. Besser ist, man ersucht sich irgendeinen erhöhten Punkt, also zum Beispiel hier diesen Parkplatz, und blickt da ein bisschen drüber, blickt da in die Ferne, ohne groß drin rumzulatschen, weil sobald du einmal drin bist, siehst du eh nichts mehr. Da muss dann die Birke schon auf 20 Meter rankommen, vielleicht 25 Meter, sie zu finden. Und das ist deutlich umständlicher und deutlich mehr zufallsgetrieben sozusagen, als von außen reingucken und gucken, ob da nicht irgendwo vielleicht eine Birken- bzw. wenigstens eine Laubbaumkrone aus dem Nadelholzdickicht herausragt. Da wir keine Zeit haben, machen wir das kurz. Nein, tut sie nicht. Das heißt, wir laufen also dementsprechend weiter, in der Hoffnung, vielleicht eine Birke zu finden. Und Spoiler, die einzigen Birken, die es hier weit und breit gibt, sind tatsächlich die direkt am Parkplatz. Das ist ein bisschen unpraktisch zum Zeigen, aber ja, es ist halt so. Ja, und man kann dann vom Wege aus logischerweise eine Birke gut erkennen. Warum? Na, die ist weiß, wie wir wissen, und das macht die Sache dann relativ einfach. So, jetzt habe ich da hinten Birke erblickt, ihr nicht, ihr guckt in die falsche Richtung, selber schuld, und das heißt, wir gehen hier jetzt mal ein paar Schrittchen rein. Immer vorsichtig, wenn man von einem Parkplatz in den Wald reinläuft, die Gefahr von Humantretminen ist da immer sehr groß. und tada, da vorne liegt auch schon die erste kleine, junge durch die Heidelbeeren Birke herum. Wie komme ich da am besten hin? Hier mal durch. Bitte, 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 bitte. Jetzt hätte ich auch fast den Hut verloren. Hut ist für Unterholz nicht geeignet. Da verliert man den schnell mal. So, also hier ein bisschen abgeschnittene, junge, dünne Birke. So, und sowas
Habt ihr jetzt gesehen, wollen wir haben. Warum wollen wir das haben? Ja, aus dem simplen Grund, dass die ist schon tot. Da kann man sich problemlos Rinde abziehen, ohne irgendeine lebendige Birke zu schädigen. Findet man nur lebendige Birken, zeige ich euch gleich. In so einem Fall kann man einfach mit einem Messerchen, irgendeinem Messerchen, völlig egal was für ein Messerchen, das geht beim Schweizer Taschenmesser los und bei sowas hier weiter, da schneidet man einmal längs auf, ich mache es gleich vor und zieht das dann ab. Ja, eine Sekunde. Ja, und an der Stelle habe ich jetzt eine interessante Feststellung gemacht, die also nicht mit dem, was der Ben vor Ort erzählt, übereinstimmt. Nämlich ist das ziemlich schlecht brennende Birkenrinde. Ich habe noch nie so schlecht brennende Birkenrinde irgendwo von einem vergleichsweise frischen Baum geholt. Ich habe jetzt diesbezüglich sogar noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich wirklich überrascht war, wie schlecht die eigentlich brennt. Das seht ihr auch gleich. Und Ben vor Ort ist dann auch ein wenig überrascht und ein wenig ratlos, weil er das echt nicht gewöhnt ist. Normalerweise kenne ich Birkenrinde als wirklich im nassen Zustand oder zumindest im feuchten Zustand trotzdem einigermaßen gut brennt. Und wenn man die dann mit dem Feuerzeug anzündet, dann brennt die eigentlich durchgehend relativ gut ab. Und man hat da also einen Tipptopp-Zunder. Tatsächlich ist es hier aber so, wie gesagt, das sehen wir gleich, dass die so gut wie gar nicht brennt. Und jetzt habe ich noch mal ein wenig recherchiert. Und ich meine sagen zu können, das ist jetzt natürlich nicht hochgradig exakte Wissenschaft und so weiter, ich bin auch kein Experte für den biologischen Abbau von Betulin, also diesem Öl, was da drin ist, das eben für das Brennen der Birkenrinde verantwortlich ist, so sieht das normalerweise aus. Normalerweise geht das jetzt allerdings aber auch weiter und die ganze Birkenrinde entfacht sich mehr oder weniger, aber die hat einen so hohen Wassergehalt, gerade dieses braune Material auf der Rückseite der Rinde, also von uns aus gesehen jetzt Rückseite, ist derart wassergesättigt, dass das bisschen Restbetulin, was da noch drin ist, weil viel ist es nicht mehr, eben da jetzt nicht ausreicht, um eben ein Gegenpol zum ganzen darin enthaltenen Wasser zu sein, ne? Also Betulin baut sich mit der Zeit ab. Und das eben ist neu, auch für mich, dieser Abbauprozess ist umso schneller, je feuchter das Jahr gewesen ist, beziehungsweise je feuchteren Bedingungen die Birke irgendwo rumliegt. Das ist also was, wo wirklich die Mikroorganismen, die für den Abbau von Betulin zuständig sind, sehr profitieren können, wenn die Bedingungen feucht sind. So, und wie wir wissen, ist dieses Jahr in großen Teilen Deutschlands ja tatsächlich relativ feucht gewesen. Das ist auch gut so und da ist wenig dran auszusetzen, aber das bedeutet, dass wir tatsächlich, also zumindest geht es mir so, und ich habe das jetzt heute auch noch mal bei ein paar anderen Birken getestet, die sonst so draußen rumstehen, einfach so für mich zum noch mal rekapitulieren, ob das tatsächlich so ist. Und die Birkenrinde, die man wirklich draußen gerade so findet bei frisch umgefallenen Birken, die hat eine erstaunlich miese Qualität. Jetzt könnte es sein, dass das nun ein Schwarzwälder Phänomen ist und in anderen Teilen Deutschlands ist das nicht so. Also wenn ihr sowas in die Richtung auch festgestellt habt oder das Gegenteil, da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das vielleicht eventuell in die Kommentare schreiben wollt. Aber üblicherweise brennt die wirklich erheblich besser. Sie ist trotzdem, auch in dem Zustand, den ich hier gerade sammle, immer noch eine der am besten brennendsten Sachen, die man hier im Wald aufsammeln kann. Wobei, wenn das so aussieht wie jetzt, dann ist Harz tatsächlich eine bessere Alternative. Und der Ben vor Ort hat zwar gesagt, Birkenrinde sei eine der besten Zunder überhaupt, aber ja eben offensichtlich nicht in der Qualität, die man hier jetzt gerade einsammeln kann. Das sollte man also vielleicht auch mal ausprobieren, bevor man dann damit wirklich versucht, sein Feuerchen anzuzünden, dass man dann vorher schon weiß, oh, das ist aber eine miese Birkenrinde, da hole ich mir lieber noch eine Ladung Harz dazu oder ja eben doch mal irgendwas anderes, wenn euch da noch was Besseres einfällt. Möglicherweise Kienspan, wenn man sich die Mühe machen möchte, den dann zu suchen, wäre das auch nochmal eine Option. So. So, qualitativ, also ich habe die jetzt einfach hier in der Brusttasche, die gerade, die nasse.
Ja, und da wird sie jetzt ein wenig vortrocknen und ich trockne die dann vor Gebrauch noch mal ein bisschen einfach an der Klamotte ab und so weiter. Einfach, wenn das sie nicht mehr klatschnass ist, leicht feucht, okay, das kriegt man nicht weg. Aber wenigstens nicht mehr klatschnass ist schon eine deutliche Verbesserung. So, an der lebenden Birke, hier offensichtlich lebend, findet man, das könnt ihr hier sehen, solche Fätzchen, die sich da von alleine ablösen. Gibt es auch nicht an jeder Birke, muss man ein bisschen suchen, bis man eine findet, die die hat. Ja, und hier habe ich erneut wieder was lernen müssen, weil ich bin es gewohnt, dass dieses super feine Material aufgrund der Tatsache, dass es wahnsinnig dünn ist, eigentlich immer sehr schnell trocknet, wenn es dann mal nicht ständig regnet und dann hervorragend brennt. Und normalerweise ist an dieser äußeren Birkenrinde auch noch genügend Betulin drin, also der Gehalt ist nicht so wirklich groß, die stirbt ja ab, ne? Deswegen kann man die auch einfach so vom Baum abziehen, weil die im Prinzip auch schon tot ist und vom Baum nicht mehr versorgt wird und so weiter. Aber trotzdem ist da im Regelfall dann noch genügend Betulin drin, dass die auch sehr, sehr gut brennt und vor allen Dingen eben aufgrund ihrer Dünnheit super leicht entzündlich ist. So, und jetzt verrate ich mal Folgendes. Diesen ganzen Haufen, den ich mir von diesem Zeug jetzt hier vom Baum gezogen habe, normalerweise wirklich eine sichere Bank zum Feuer machen, das hat überhaupt nicht gebrannt. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass dieses Feinstmaterial so gar nicht brennt. Also so wirklich gar nicht, gar nicht. Selbst mit einem Feuerzeug, selbst mit lange Flamme dran halten und ich habe später sogar noch einen Klumpen Harz reingeworfen, das habe ich leider alles nicht gefilmt, da brennt das dann mit dem Klumpen Harz dann letzten Endes schon ein wenig, aber wirklich mehr schlecht als recht und bemerkenswert mies. Ja? Also wirklich eine neue Erkenntnis, dass das überhaupt möglich ist, dass Birkenrinde derart wenig Betulin enthält, obwohl man sie vom frischen, noch lebenden Baum erntet und derart nass ist, dass da ja ein solches Brennen dann gar nicht möglich ist. Vermutlich hat das ganze Wasser der letzten Wochen und Monate einfach das Betulin ausgewaschen aus der Rinde am stehenden Baum, die nicht mehr direkt versorgt worden ist. Jetzt ist das ja gar nicht wasserlöslich. Es kann aber bei einer genügend Wasser dann irgendwann halt doch davon gespült werden, obwohl es nicht wirklich gelöst wird. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie das sonst zustande kommt. Auch hier wieder gerne, wer dazu was zu sagen hat, kann es bitte gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt ein Phänomen ist, das ihr schon mal beobachtet habt, und weil für mich ist das wirklich völlig neu. Übrigens, was ich hier die ganze Zeit abziehe, ne, diese Fätzchen hier, das gibt die Birke freiwillig her, das löst sich von alleine vom Baum. Das ist also jetzt wirklich keine Sache, dass man der Birke irgendwas wegnimmt, weil da kommt eine neue Rindenschicht unter der alten durch und jetzt häutet sich die Birke wie eine Schlange. Ne? Schlangenhaut kennt man, die Schlange wächst, die Haut der Schlange wächst aber nicht mit und dann muss ich die Schlange halt eben häuten, um Platz für eine neue Haut sozusagen zu machen. So, den Haufen hier stecken wir jetzt einfach auch wieder in die Tasche. In der Hoffnung, dass er dann ein wenig vortrocknet. Und wenn nicht, trocknen wir ihn nachher ein bisschen ab. So, und von diesem Feinmaterial sammle ich jetzt auch noch ein bisschen. So, jetzt abseits von der Birke. Theoretisch gäbe es noch den zweiten möglichen Zunder, der noch vergleichsweise gut ist, den man einfach finden kann. Ich persönlich, das kann man natürlich machen, selbstverständlich, macht auch Spaß, habe mich selten damit aufgehalten, jetzt irgendwo nennenswert Kienspan zu suchen. Ja, dafür ja zum Beispiel die Stümpfe von Nadelholz, die insbesondere Kiefer ist da sehr gut, die schon länger rumstehen, schon so leicht vermodert sind. Da kann man durchaus guten Kienspan drin finden. Oder frische Stümpfe, dann kommt man aber selten ran an den guten Kienspan. Das sollte also schon ein leicht vermoderter Stumpf sein. Oder wenn jetzt das Ding hier irgendwelche Äste hätte, an die man rankommt, oder was frisch umgestürztes da am Ast, Astansatz, Aststammübergang, sowas einfach mal absägen. Der Ansatz vom Ast ist häufig harzgetränkt. Auch da kann man ganz oft Kienspan finden, aber dazu gibt es zig Videos. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Was ich gerne lieber stattdessen haben möchte, ist Harz. So, jetzt kann man da hinten irgendwo in den tiefen Wald reinstapfen und jeden Nadelbaum kontrollieren, den man findet. Kann man machen, funktioniert sicher auch irgendwann, ist aber nicht immer zwingend zweckdienlich, weil tatsächlich ist die Vorstraße, auf der wir sowieso schon unterwegs sind, häufig, ne, da,
jetzt zeige ich auch drauf. Ha! Ein Garant für Harz, weil an der Vorstraße liegt halt mal Holz. Wenn halt mal Holz liegt, insbesondere am Hang, dann gibt es mal einen kleinen Rückenschaden. Das ist normal und nicht zu verhindern. Wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne, beziehungsweise wo Bäume gefällt werden in dieser Dimension, da geht auch mal ein kleines bisschen was kaputt. Und wo Bäume deponiert werden in dieser Dimension, da auch. Ja, das ist halt einfach einkalkuliert beim Forst. Man kann da nicht so super vorsichtig sein, dass das nie passieren würde. Und wenn der Baum dann irgendwann anfängt zu schwächeln, dann schneidet man den einfach auch um, bevor er an Wert verliert. Und der ist ohnehin dick genug, dass er jetzt auch schon hiebsreif wäre. Das ist also wirtschaftlich gesehen nicht weiter schlimm. Und ja, den Baum bringt das um, aber bevor er daran stirbt, wird er sowieso geerntet. Ist also von so daher ziemlich egal. Außerdem derjenige, der das verursacht hat, dem gehört der Baum auch, ist in dem Fall hier Kommunalwald. Und in dem Zusammenhang ist das also alles wirklich kein Drama, nur falls sich jetzt jemand aufregen möchte. So, jedenfalls ist das eine gute Gelegenheit, um an Harz zu kommen. Und das findet man wirklich meistens entlang des Weges. Was man übrigens nicht darf, ist auf den Polter draufsteigen. Hier hängt jetzt diverser Harz. Das Schöne ist, den kann man sich jetzt hier einfach abkratzen. Normalerweise findet man einen Baum, der noch eine Überlebenschance hat, möchte man nicht allen Harz abkratzen. Was man erst recht nicht tun sollte, wären solche zugeharzten Öffnungen wieder aufkratzen, weil dann macht man ja quasi die Arbeit rückgängig, die der Baum durch das Harz sich gemacht hat, um eben die Öffnung zu verschließen, damit keine Keime reinkommen. Wenn wir also Harz sammeln, baumschonend, dann nehmen wir solche Tropfen wie diese hier, die da einfach außen dran hängen und an der Stelle, wo sie hängen, einfach überflüssiger Harz sind, der da keine weitere Funktion erfüllt. Ja, und wie sammelt man den? Entweder man sammelt ihn einfach mit der Hand ein und hat dann eine klebrige Hand für den Rest von 7 Wochen. Oder man nimmt sich ein Stöckchen und schmiert es damit ab und schmiert es dann von Stöckchen auf, zum Beispiel ein Blatt, das man irgendwo aufgesammelt hat. Oder noch besser, wenn man ein Taschentuch hat, dann kann man ein Taschentuch nehmen. Wenn man ein entbehrliches Textil hat, kann man ein entbehrliches Textil nehmen. Ich würde mich jetzt auf das Taschentuch konzentrieren wollen, weil ein harzgetränktes Taschentuch ist dann auch gleich schon in Sunder. Hat man also ein Taschentuch, und das würde ich jetzt sagen, ist eine Survival-Ausrüstung, die tatsächlich meistens am Mann sein dürfte oder an der Frau oder an irgendwem, den man unterwegs so trifft. Oder an einer halb kompostierten Leiche, die irgendwo im Wald rumliegt. Vielleicht hat sie noch Taschentücher. Taschentücher kompostieren sich übrigens ziemlich miserabel. Also für diejenigen unter uns, die das hier als Klopapier verwenden wollen. Das ist eine schlechte Idee, weil das liegt wirklich noch verdammt lange im Wald. Und jeder weiß, wo. Also während das, wofür man das Klopapier verwendet hat, schon lange aufgefressen ist von allen möglichen Mikroorganismen, ist das noch lange, lange, lange da, echtes Klopapier mitzunehmen als Klopapier. Wenn man im Wald mal Klopapier braucht, ist erheblich umweltfreundlicher, weil das verrottet viel schneller, wirklich bei weitem. Gut, jetzt kann man mit dem Tempo einfach das Harz hier quasi, wenn es noch flüssig ist, ist es natürlich nicht, dafür sind die Temperaturen zu niedrig, kann man es auch einfach abstreifen, und wenn nicht, sammelt man es halt und wickelt es ins Tempo ein. Das würde ich jetzt einfach mal machen, weil dafür brauche ich 2 Hände, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, ne? So, bis gleich. So, andere Zunder, also Harz ist eingesammelt, würde ich bei scheiß Wetterbedingungen, bei trockenem, bei nassem Holz und niedrigen Temperaturen, 3 Grad haben wir gerade, das geht ja eigentlich fast, aber ja, ist trotzdem schwieriger als bei 30 Grad, ne? Und ja, das sind dann so Punkte, wo man eigentlich meiner Meinung nach, wenn es irgend möglich ist, gar nicht erst groß versuchen sollte. Es sei denn, man ist halt wirklich Feuermeister-Level. Ich bin irgendwo so im Bereich fortgeschritten. Und fortgeschritten bis erfahren, würde ich mich so einordnen wollen. Das heißt, ich kriege schon ein Feuer an, wenn ich Zeit zur Vorbereitung habe und die Methode verwenden darf, die ich möchte und nicht die, die ich einmal ausprobieren möchte, die ich eigentlich für bescheuert finde. Weil ein One-Stick-Feuer, das ist spaßig, das macht Laune, das ist aber nutzlos. Ja, das macht man in der Praxis so natürlich nicht. Insbesondere, wenn man schnell mal ein Feuer haben möchte, mit geringem Aufwand. So, und ja, die Methode, die ich jetzt anwende, ist halt die, die ich kenne.
Und so wie ich es kenne und häufig gemacht habe, ergibt es einfach keinen Sinn, bei so einem Wetter, bei so nassem Material, bei so nassem Boden, bei so nassem Laub zu versuchen, hier jetzt irgendwie mit suboptimalen Zundern zu arbeiten. Suboptimale Zunder sind trockenes Gras, weil es gibt hier gerade kein trockenes Gras. Ja, das wird man hier nicht finden, das ist völlig unmöglich. Wo soll, wenn alles nass ist, nach tagelangem Regen noch trockenes Gras sein? In der Höhle, ja vielleicht, nur wächst da keins. Ne? Also da müsste schon jemand trockenes Gras in eine Höhle gelegt haben. Oder man räumt den Bau vom Dachs aus, wird dabei 17 Mal vom Dachs in die Hand gebissen, beziehungsweise verliert die Hand, weil so ein Dachs kann ordentlich beißen. Ist ja völliger Unsinn. Ne? Also das geht nicht. Späne aus Holz, eben diese One-Stick-Fire-Variante, das mag funktionieren, das ist aber sehr, sehr schwierig, sehr, sehr mühsam und dann schlicht einfach nicht nötig. Ja? Aber das ist die einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, bei so einem Wetter, wenn man nicht Harz findet, da muss man aber schon ein ziemlicher Idiot sein, wenn du im Nadelwald kein Harz findest, im bewirtschafteten Nadelwald zu allem Überfluss auch noch, ein deutscher Nadelwald. Ja? Es gibt Nadelwälder weltweit, da ist Harz finden schwierig. Deutscher Nadelwald ist das kein Problem. Und ja, Birkenrinde, das kann tatsächlich mal passieren, dass man irgendwo unterwegs ist und keine Birkenrinde findet. Aber kein Harz finden, da fällt mir keine Entschuldigung für ein, außer ihr seid wirklich irgendwo in einem riesigen Laubwald. Ne? Thema Harz. Also entlang von Vorstraßen ist es überhaupt kein Problem, einen frischen Rückestraden zu finden, insbesondere wenn man einen Wandertag macht. Wenn man jetzt einfach nur mal irgendwo in den Wald geht und davon ausgeht, dass man jetzt gerade irgendwo in den Wald gegangen ist und jetzt hier sofort Zunder rumliegt, da kann man auch mal Pech haben. Ja? Aber wenn du eine gewisse Strecke zurücklegst, in meinem Fall wusste ich jetzt natürlich, dass da hinten Birken stehen, 10, 15 Kilometer dürfte es wenig Ecken in Deutschland geben, wo man nach 10, 15 Kilometern nicht mal irgendwo, wenn man immer die Augen offen hält, mal an einer Birke vorbeikommt. So, nächstes Problem, Brennholz. Seht ihr da Brennholz liegen? Nee, ja, ich auch nicht. Liegt daran, dass da auch kaum welches liegt, weil die Ästchen, die jetzt hier am Boden rumliegen, die sind da ja schon da. Aber die sind natürlich auch super, super nass. Das kann man später, wenn man dann ein loderndes Feuerchen hat, schon verarbeiten. Nur erstmal halt nicht. Erstmal bräuchten wir Holz, das keinen Kontakt mit dem Boden hatte. Das kann ein Ast vom Baum sein. Das kann im besten Fall aber auch zum Beispiel so ein Ast hier sein. Sowas. Weil der steht eben in der Luft, hat also keinen direkten Kontakt mit dem Boden. Natürlich regnet es da trotzdem drauf, aber der ist dann auch mal zwischendurch wieder trocken, wenn dann mal wieder Luft drankommt. Er hat auch keine Rinde mehr. Das ist ideal, wenn die Rinde fehlt, weil unter der Rinde hält sich das Wasser länger, liegt der Holzkörper frei, dann trocknet das Holz schneller wieder ab. Trocken ist der nicht, garantiert nicht, aber somit das Trockenste, was wir hier finden können. Da gibt es diesen beliebten Knacktest. Je knackiger der Ast beim Abbrechen, desto trockener ist er. Und je leichter er sich abbrechen lässt, desto trockener ist er. Knack ist okay. Schwierigkeit beim Brechen schon noch ziemlich. Der ist noch sehr elastisch. Und wenn man dann hier so eine Bruchkante hat, gibt es auch den Unterlippentest, weil die Unterlippe recht gut darin ist, ein bisschen Feuchtigkeit zu bemerken. Wenn du dir das einfach an die Stirn hältst, da merkst du nicht viel, ein bisschen jetzt auch. Aber mit der Unterlippe geht das tatsächlich am einfachsten. Und die sollte vorher nach einigermaßen trocken sein. Also ich bitte um Entschuldigung, weil ich das jetzt nicht vernünftig hinkriege. Ja, ist leicht feucht, lässt sich aber, wie gesagt, beim Wetter wie diesem nicht vermeiden. Das hier wäre jetzt schon ein Material, wo ich sagen würde, da kann man nach Ausschau halten für Brennholz. Ist noch zu dick, sollte noch dünner sein, hauchdünne Zweige dieser Qualität wäre das ideale Brennmaterial. So, und auch da brauche ich zwei Hände für und daher würde ich euch jetzt mal langfristig wegpacken und dann sehen wir uns an der Feuerstelle, wenn ich dann mit einem Haufen Feuerholz angelatscht komme. Weil um die Feuerstelle drumherum braucht man gar nicht suchen. Das ist eine offizielle, bedeutet, da ist alles abgegrast, was in der näheren Umgebung zu finden ist. Man sollte also frühzeitig anfangen. Grundsätzlich, wenn man vorhat, zu einer legalen Feuerstelle zu laufen, um da ein Feuerchen zu machen, sollte man sehr frühzeitig anfangen, ein wenig Holz zu sammeln.
Und jetzt habe ich gesagt, legale Feuerstelle, ja, die ist legal. Die meisten Feuerstellen gehen aber davon aus, dass man da sein Brennmaterial, insbesondere seine Grillkohle, selber mitbringt und vielleicht nicht unbedingt sämtliches Holz in der Umgebung des Waldes aufsammelt. Andererseits, jeder Förster, der auch nur ansatzweise weiß, wo man hinter dem Baum der wird realisiert haben, dass das unmöglich ist. Wenn du irgendwo eine Grillstelle einrichtest, dann wird die in der Umgebung auch Kleinholz eingesammelt, um das eben zu verheizen. Und meine Güte, das ist dann auch in Ordnung. Ja? Also da wird kein Mensch meckern, auch wenn das hochoffiziell natürlich nicht vorgesehen ist. Kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Das würde das völlig ad absurdum führen. Gut, so viel dazu. Ja, wie schon angedeutet, hat es dann nicht weiter funktioniert, weil wurde dann halt einfach viel zu nass. Ich hätte dann bei Regen sowieso nicht Feuer machen können und danach war das Licht weg. Ja, also Projekt leider ein Stück weit gescheitert. Ich hoffe, der Teil mit dem Zundersammeln ist aber trotzdem mal als kleines Adventstürchen was vielleicht ein bisschen Interessantes dabei gewesen. Wenn ihr noch eine Meinung zur nassen Birkenrinde und der erstaunlich schlechten Performance von dem Zeug habt, wie gesagt, das würde mich wärmstens interessieren. Und wenn nicht, ist auch okay. Und ansonsten bis morgen.